Einwurf, ruhig. Zwei Würfe, ruhig. Ich möchte mit den Spielern so arbeiten, wie ich auch möchte, wie man mit mir umgeht. Und so versuche ich das einfach mit den Jungs tagtäglich in der Arbeit, einfach einen großen Respekt und eine große Wertschätzung denen entgegenzubringen. Wir gehen in die Arbeit mit ganz, ganz viel Spaß. Ich finde, Spaß ist ein Riesenschlüssel für den Erfolg. Wir haben alle irgendwann angefangen, Handball zu spielen oder Trainer zu werden, weil wir Spaß an der ganzen Sache haben. Und das soll absolut im Vordergrund stehen. Aber trotzdem auch wieder den Fokus zu haben, wenn wir hart arbeiten müssen. Und das ist eine Balance, die diese Mannschaft so gut kann wie wenige, weil wir wirklich locker miteinander umgehen können, aber auch wissen, wann wir hart arbeiten müssen. So, komm. Konzentration jetzt, paar Minuten. Zum einen haben wir eine besondere Mischung. Wir haben ein paar erfahrene Spieler dabei, die jetzt auch schon einige Jahre in Flensburg sind, so wie Lasse Swan, Jim Gottfriedsson, Hampus Wanne und ich, die schon einige Titel auch gewonnen haben mit der SG. Morgen. Weltmeister. Es ist egal, wie schlecht du spielst, du siehst hammergut aus. Meine ich dann. Untereinander, muss man sagen, haben wir sehr, sehr viel Spaß. Da sieht man jede Trainingseinheit, wie miteinander umgehen. Ist auch immer wieder eine lustige Situation dabei, alle lachen. Das ist auch nicht von ungefähr, das zeigt, dass wir sehr, sehr gut zusammenpassen. Ja, ich finde also unsere Truppe, das ist ja so, das ist ja immer 6 Minuten Vollgas, wir glauben immer an uns selber und daran kommt auch der Erfolg, glaube ich. Ich meine, wir kämpfen für alle, für jede auf dem Spielfeld und wollen immer das Beste machen. So, Kreisläufer 3, 4. 2 und 5 sind dann hoch und wenn wir Druck machen, geht man zurück. Stopp! Gut, Simba, super. Gut. Und weiter. Sehr gut, Simba. So wird das sein. Gut gefangen, Jön. Scheiße geworfen. Okay, gut. Angriff zu mir. Johannes, ich möchte dann, dass du Druck machst. So hart Druck, dass du weißt, dass er kommt, dass wir die Tiefe haben. Breit, außen. Okay? Nimm ein Plus dazu von mir aus. Auch diese Seite. Geh breit. Stoßen. Er wird ja töten. Okay? Er ist weg. Oder andere Seite von mir aus, dass er dahin kommt mit Plus. Geh hammerhart. Wenn ihm das scheißegal ist, ob Plus da ist, dann guck mal ein dritte, vierte Mal, ob du das auch spielen kannst. Okay? So. Es ist tatsächlich so, dass ich gerade ein Gefühl hatte von großer Motivation und von Übermotiviertheit. Also die wollten jetzt gerade alle zu viel und waren schnell unterwegs. Der Ball flog hin und her wie verrückt, aber die haben halt die Situation nicht gut erkannt. Also nicht zu wild sein und wir müssen nicht da nach 10 Minuten mit 4 Toren führen. Okay? Wir können Druck machen, aber mit Kopf. Okay? Wir sind stark und wir können aber nicht nur stark sein und mit Kopf durch die Wand rennen, sondern wir müssen wirklich mit Kopf spielen und schlau sein. Und das kriegen wir hin. Das ist keine Frage. Okay?